Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiehengebirges. Lachs, super lecker, haben wir lange nicht mehr gemacht. Und wir möchten heute Lachs machen. Und zwar als Röllchen gefüllt von der Holzplanke. Und das machen wir jetzt. Wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann gerne nach dem Intro. Ja, hier liegt der Lachs, den wir jetzt zu Röllchen verarbeiten möchten. Das werden insgesamt, also das Lachsstück hat gute 750 Gramm. Wir werden so Rollen machen, drei Stück hat 250 Gramm. Gefüllt wird das Ganze mit, wir haben jetzt hier einen Kräuterfrischkäse, da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet, ob Kräuter oder nicht, normal. Dann mit Jalapenos, Pepperoni bzw. eine Chili und Bacon gewürfelt. So, den Braten wollt ihr an den Bacon, dann kommen da so ein paar Jalapenos-Stücke mit rein. Das Ganze, wenn es kalt ist, in den Kräuterkäse bzw. Frischkäse und dann wird die Oberfläche damit eingestrichen, wird gerollt und dann wird das Ganze auf Holzplanke, da nehmen wir dann hier diese, ich glaube das ist Zeder, da legen wir dann zwei oder drei von auf den Grill indirekt und wird darauf gegart. Wir möchten gerne eine Kerntemperatur haben von, ja ich sage jetzt mal so 55, 56, 58, maximal 60 Grad. 60 Grad ist eigentlich schon zu viel. Und ja, daraufhin werden wir dann das Ganze zwischendurch würzen, beziehungsweise ich habe mir hier so eine Marinade gemacht, das könnt ihr jetzt nicht sehen, da ist Honig drin, Butter, Knoblauch und abgerundet wird das Ganze hier mit dem Knoblauch-Chipotle von Immo Barbecue, beziehungsweise Hofkünne. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Rauchigkeit und ja, soll wohl schmecken. So, und jetzt muss ich gerade den Grill frei brennen und dann fangen wir an, den Bacon anzubraten und die Jalapenos und dann ja, geht es dann weiter. So, wir fangen an und dafür nehmen wir uns hier den Bacon. So, und die Scheiben, so wie wir sie kriegen, lassen wir sie auch liegen. So wie wir sie kriegen, lassen wir sie liegen. So, und dann einfach so, ne, in dünne. Die werden gleich richtig scharf angebraten. Dann werden die sowieso alle so ein bisschen krümeliger und noch kleiner. Aber solche Stücken dürfen sein. Wir machen jetzt die Pfanne, oder was, wir machen die Pfanne. Die Pfanne haben wir auf den Herd gestellt. Eisenpfanne, keine Guss, ist eine normale Eisenpfanne. Und auf den Herd, nee, auf den Grill. Auf den Grill, habe ich auf den Herd gesagt? Ja, die haben wir natürlich auf dem Grill stehen. Hab zwei Brenner drunter an, auf Volllast. So, so soll diese jetzt hier aussehen. So, und von diesen schönen Pimentos, da nehmen wir hier den Deckel, da schneiden wir so vorsichtig einmal eine Runde. So, und diese Kerne, die brauchen wir jetzt mal nicht. Der Länge nach auf, dabei nicht in der Hand schneiden, tut nur weh, blutet und bringt nichts. So, das Kerngehäuse raus, wenn da jetzt zwei, drei Kerne drin sind, ist nicht schlimm, aber das Kerngehäuse an sich wollen wir nicht haben. Das kann an der Seite. So, und da machen wir dann so, ich mache mal so 5, 6 große hier. Man kann auch hier kurz hinterm Kopf einschneiden, habt ihr nur ein paar Kerne und den Rest wegwerfen, aber möchte ich eigentlich nicht. Und deswegen schnippeln wir die ganzen Dinger mal so ein bisschen kleiner. Ich glaube, wir fahren mit dieser Methode am besten. Kerngehäuse rausdrücken, fertig. Ein paar Kerne raus, fertig. Und das machen wir jetzt mit 5, 6 Stück. Und wenn die Pfanne gleich heiß ist, dann geht es da weiter. Schön. Ja, geht weiter. Bacon geschnitten. Die Peperoni, die habe ich schon mal. Ja, immer die war so lang, so zwei Drittel von der Spitze her klein geschnitten. Ganz so scharf wollen wir es da nicht haben, aber ein bisschen ja. So, und die Pimentos hier, beziehungsweise die Bratpaprika auch. So, also dünne Streifchen, die könnt ihr auch genauso, wie sie jetzt sind, mit rein. Das ist aber ein dickeres Stück bei, schadet nichts. Geht gleich in der Pfanne. Wird es kleiner. So, und das schneiden wir die hier natürlich in passende kleine Stücke und hauen gleich den Bacon in die Pfanne. Dann die Dinger da kurz dazu. Zwiebeln haben wir jetzt nicht genommen, nehme ich normalerweise immer, und Knoblauch, aber Knoblauch haben wir gleich in der Butter, beziehungsweise in der Butter mit dem Knoblauch-Chipotle-Öl. Also da ist sowieso noch Knoblauch mit drin. Dann haben wir gesagt Honig und noch drin. Honig, Knoblauch, Knoblauch-Chipotle, ah ja, Butter. So, und damit wird das Ganze nachher getränkt, beziehungsweise von oben mit einem kleinen Pinsel so ein bisschen zwischendurch, ich sage jetzt mal, gemobbt. Mobben kennt ihr, da gibt es extra Mobbpinsel für, wir nehmen ganz normalen. So, lassen wir so. Jetzt gehen wir einmal kurz rüber zum Grill. Machen wir natürlich auf. Pfanne steht da. Ich hoffe, dass sie die Temperatur hat. Jupp. Katze. Und dann lassen wir jetzt noch ein bisschen den Bacon aus. Warten aber noch mit den Pimentos und Paprika hier, hätte ich fast gesagt. So, jetzt brauchen wir einmal
Löffelchen. Und das Schöne ist, man riecht es jetzt schon. Also den Lachs brauchen wir jetzt nicht räuchern, weil Rauchgeschmack kommt dran. Einmal durch den Bacon und dann natürlich durch die Knoblauch-Chipotle. Da ist ja auch so ein bisschen Chipotle, ist ja geräucherte Pimentos, geräucherte Paprika auch nicht, geräucherte Chilis. Geräucherte Chilis. Die sind damit drin und ich glaube, das reicht dann. So, jetzt warten wir einen Moment und dann geht es da gleich weiter, wenn wir die Pimentos und die Chilis zugeben. 2 Minuten nach Bacon. So sieht er aus. Hat schon ein paar Röststoffe gebildet. Und jetzt geben wir die Pimentos und die Chilis dazu. Und jetzt auch genau das Gleiche. Die brutzeln wir jetzt ein bisschen mit an. Wenn wir sie jetzt roh in den Käse geben würden, wäre nicht so toll. Ich schätze mal vom Garpunkt her Lachs, wenn wir da so um 56 Grad sind, dann sind diese Dinger natürlich noch nicht gar. Deswegen machen wir das jetzt so. So, die brutzeln wir jetzt auch ein bisschen mit. Schöne Farbe, ne? Sieht gut aus. Schönes Farbspiel. So, die Tasse hier mit dem mit der Butter und dem Knoblauch bzw. Honig haben wir da auch ein bisschen zugestellt, damit die Butter flüssig wird. Aber was wir schon mal machen können, wir geben von der Knoblauch-Chipotle, ich sage jetzt mal so gute drei Esslöffel, sage ich mal. 1, 2, 3 damit zu. Und jetzt haben wir das rauchige Aroma, was wir wollen. Und die Knoblauch-Chipotle habe ich euch schon mal im anderen Video gezeigt, die ist echt genial. So, kurz zumachen, bisschen Fahrt aufnehmen lassen und dann geht es gleich weiter. So, gute 3 Minuten Grill haben wir ausgemacht, brutzeln noch so ein bisschen vor sich hin. Guckt euch das an, wir haben das vorhin mal probiert. So die Stücke, die so ein bisschen knusprig sind, oh, der Bacon mit den Pimentos und den Chili, Hammer. So, packen wir kurz aufs Brett, lassen wir jetzt so ein bisschen erkalten und dann geht es dann gleich weiter mit dem Lachs aufrollen, mit der Zugabe vom Käse, oh, wird Hammer, Hammer. Bacon Chili Pimentos. So sehen sie jetzt aus. Sind jetzt ja fast kalt, vielleicht noch lauwarm. So, die gebe ich jetzt zu dem Kräuterkäse dazu. Und wie gesagt, Käse könnt ihr machen, was ihr möchtet. Sollte ein Frischkäse sein. Ob mit Kräutern oder ohne. Wir haben jetzt hier einen mit Kräutern und Zwiebeln. Und ja, Bacon, Pimentos, Chilis mit rein. Das Ganze dann natürlich gesund durchrühren. Und dann entsteht jetzt gleich so eine. Das ist wahrscheinlich für den Lachs zu viel, aber das schmeckt bestimmt auch völlig genial, wenn ihr es einfach nur aufs Toast schmiert oder aus dem Brot, Baguette, was auch immer, und das dann esst. Also ich könnte mir vorstellen, das ist wirklich genial. Ich könnte jetzt ja sagen, ich kenne das schon, tue ich aber nicht, weil ich es noch nicht kenne. So, und wenn ihr so eine Masse, so eine schöne homogene Masse habt, dann lassen wir die jetzt 2-3 Minuten ziehen. Hat sich da so ein bisschen die Aromen verteilen, der Salzgehalt, was ja eigentlich schon gut verteilt ist, ne? So, jetzt warten wir 2-3 Minuten, stellen wir an die Seite, nehmen uns dann den Lachs. Ja, und den, da habe ich hier Salz, Pfeffer und Paprikapulver. So verhältnismäßig waren, glaube ich, 2 Teile Salz, 1 Teil Pfeffer, ne, stimmt gar nicht, 3 Teile Salz, 1 Teil Pfeffer, 1 Teil Paprikapulver. So, und dann machen wir hier oben so eine Spur auf dem Lachs. Nicht zu viel, weil in dem Käse ist ja Bacon. Bacon ist salzig. Der Käse hat ein bisschen Eigengeschmack an Salz. Und ja, wollen wir nicht übertreiben. Ne? Aber hier so eine Spur drauf. So, und das reicht. So, an der Seite damit. Und jetzt nehmen wir uns diesen schönen Käse. Den schmieren wir da so ein bisschen drauf. So ruhig ein bisschen dünner, nicht zu dick. Allerdings nicht mit dem Löffel, dann nehmen wir hier so einen, ich habe hier so einen wunderschönen pinkfarbenen, ja, wie nennt man die Dinger, Gummischaber, weiß ich jetzt gar nicht. So, und ihr seht, ich würde jetzt nicht ganz bis an den Rand gehen, aber wenn, ist auch nicht schlimm, weil, glaubt mir, der Käse, der wird nachher so ein bisschen flüssiger. So, so eine schöne Spur drauf. Und da können wir jetzt schon mal den Lachs nehmen und hier komplett aufs Brett ziehen. Und da müssen wir ihn ja auch gleich auch wickeln. So, ein richtiges Fund von dem leckeren Krams hier drauf. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt, ja, mag sein.
Aber ich kann euch sagen, der Geschmack gleich, ne? Oh. So, der Salzgehalt sollte reichen, der ist unten drunter. Und Pfeffer auch. Ja. Die Schärfe. So, jetzt muss ich ein bisschen. So soll es aussehen. Ein bisschen meine Finger vorbereiten bzw. Handschuhe anziehen. Und dann wird da gleich gerollt. Der Lachs. Der Belag. Und jetzt hoffe ich, dass wir den vernünftig rollen können. Also das wird eine Monsterrolle, kann ich euch gleich sagen. Ne? Da müssen wir mal gucken. Die würde ich jetzt auch nicht super stramm wickeln, einfach nur wickeln. So, und da darf ruhig gleich am Ende was rauskommen, ist gar nicht schlimm. So, und wenn die Hände ein bisschen schmuddelig werden, ist das auch nicht schlimm. So, jetzt nehmt ihr euch den Faden. So, den ziehen wir von hinten nach vorne drunter. Nicht andersrum, dann rollt ihr den wieder ab. So, und dann machen wir jetzt mal, ich sag mal, einen in der Mitte. Und da kann ruhig ein Doppelknoten rein. Wenn man den dann hinkriegt mit zwei Fingern. Jupp. Eins. So, den zweiten auch von hinten nach vorne. Und jetzt müssen wir gucken, wie die Stücke sind. Einer wird ganz gerade, zwei werden so schon nicht schon gepennt. So, einer wird schräg. Das machen wir. Komm her, du Lümmel. So. Ein bisschen stramm, aber nicht zu stramm, dass wir den Fisch damit schneiden. So, und jetzt zack. Zweite. Und der dritte auch von hinten nach vorne. Und jetzt die anderen Fäden nicht mit einbinden. Das wäre doof. Nochmal. So, und da nochmal genau das gleiche. So, Finger drauf auf den Knoten, damit er nicht aufgeht. Wenn man es denn kann. Ich muss sagen, ich habe dicke Finger. Das geht gar nicht so einfach. So, zack. So, jetzt haben wir drei solche Stücke. Dann suchen wir uns unsere Schere. Die muss ich jetzt erst holen. Die habe ich jetzt nämlich nicht hier. Die haben wir gewaschen. Dauert jetzt einen Moment, komm gleich wieder. Schere geholt, Fäden abgeknipst hier. Hier ist der Beweis. Ich habe sie wirklich geholt. So, und jetzt schneiden wir, wenn es geht, in so drei relativ gleich große Stücke. Und einfach mal mittendurch. Eins, zwei und drei. So, und die dürfen ruhig so aussehen, das ist gar nicht schlimm. So, und jetzt nehmen wir hier unsere, passen da alle drei drauf, ich denke mal ja. Aber ich drehe den jetzt um. Der muss so mit dem leckeren nach oben, der ist so wie er ist. Und hier haben wir nochmal einen, so einen Außenseiter, hätte ich fast gesagt. So, die packen wir da jetzt auch so drauf. So, und genau so wie sie sind, jetzt kann ich meine Handschuhe ausziehen, packen wir es auf den Grill. Und zwar die beiden äußeren Brenner habe ich an und den legen wir jetzt nicht hier unten drauf, sondern den legen wir hier oben indirekt hin, weil hier ist die Temperatur am besten. So, und jetzt müssen wir mal warten, wie lange es wohl dauert. Ich schätze mal so locker 30 Minuten, bestimmt 30 Minuten. Aber wie gesagt, wir messen nachher den Kern, wenn wir da so auf 54 Grad sind, dann sind wir perfekt. Ja, und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. 35 Minuten. Wow. Schön am Brutzeln hier, könnt ihr sehen, ne? Holz, auf Holz am Brutzeln. So, jetzt nehmen wir hier unsere Butter, Knoblauch, Honig, Chipotle-Soße, hätte ich fast gesagt. Und dann gehen wir den, oh. Oh. Was riechst du das? Heftig. Leute, das ist Knobi pur. Butter, das kannst du wirklich riechen. Genial. So, haben wir jetzt das zweite Mal gemacht und das reicht. Und ja, ich würde mal sagen, einmal Deckel zu, 5 Minuten noch warten, dann waren es insgesamt 40 Minuten und dann messen wir das erste Mal. Und ich bin mir sicher, wir sind dann knapp bei 50 Grad. Ich hoffe nicht drüber. Nein, wir messen jetzt, ihr seid gerade dabei, komm. Ich mache das Ding hier auf. So, jetzt nehmen wir hier mal so, die Mitte ist da, bis dahin muss ich dann rein. So, jetzt messen wir mal die Mitte. 50,5 war ich, 50,7, 50,8. Ja, geil. So, ich sag mal noch 5 Minuten, 6 Minuten, dann muss es fertig sein, dann hat es 54 Grad. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Hört, die Kirche ist uns wieder gut gesonnen oder wohlgesonnen. Ja, so sehen jetzt 56 Grad aus, heißt für uns, wir haben ein bisschen Baguette mit hingelegt. Das essen wir ganz gerne dabei. Jetzt machen wir mal die beiden äußeren Brenner aus.
So, das lassen wir noch so einen Moment liegen. Ich packe den Lachs jetzt um auf ein schöneres Brett und dann wird verkostet. Ja, hier haben wir 40 Minuten, die sich gelohnt haben. Zumindest vom Aussehen. So, geht los. Ich werde jetzt hier mal so ein, ja, ich weiß gar nicht, welches schöne Stück ich hier anschneiden darf oder soll. Aber ich nehme einfach das, was vorne liegt. Also ihr könnt sehen, ne? Also der ist jetzt wirklich glasig. Und ich breche den jetzt hier mal so runter. Außen ist er natürlich ein bisschen mehr ins Durch. Aber es ist schon mal ganz geil. So. Oh, mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Jetzt will ich natürlich ein Stück Fisch. Ein bisschen mit dem Käse und... Ja, also so sieht's aus, Leute. Was soll ich sagen? Ich muss wieder mal probieren. Gibt Schlimmeres auf euch. Lachs. Lachs hat wenig Eigengeschmack. Den schmeckt man noch. Aber mit dem Bacon... Und die Pimentos, so ein bisschen die Süße von dem Honig, Knoblauch, Buttergemisch, ganz leicht rauchig von den Chipotle, aber also ehrlich, super lecker. Das kriegt meine Kamerafrau, das beste Stück hier aus der Mitte, heißt... Das ist jetzt glasig. Das ist nicht nur lecker. So, oh, guck mal, wie das wabbelt. Also ich sag mal, gelungener Versuch. Dazu ein bisschen Reis, Salat. Lecker. Vielleicht eine ganz leichte Senfsoße oder Dillsoße, wer es mag. Aber ich kann das genau so, wie das jetzt ist. Mit ein bisschen Baguette, Glas Rotwein, Weißwein, passt auch. Bier, Cola, Wasser, Fanta, Sprite, alles was ihr wollt. Völlig geniales Ding. Also das müsst ihr probieren. Das ist wirklich sehr toll. Guck mal, hier ist der Faden noch drum. Den hätte ich jetzt vielleicht vorher aufschneiden können, ja. Also ich muss echt sagen, ich bin beeindruckt vom... Und untenrum, da setzt sich das so ein bisschen ab. Da sammeln sich so die Säfte. Kommt alles zusammen. Völlig genial. Also, das müsst ihr nachmachen. Wenn ihr es nachmacht, dann schreibt mir doch unter das Video, wie es geworden ist. Ansonsten gerne, wie immer, Daumen nach oben, wohlwollenden Kommentar, Abo wäre genial, Glocke aktivieren, damit euch mega Lachsröllchen nicht durch die Lappen gehen, weil die sind echt Hammer, sind sie. Und bis dahin bleibe ich euer Olaf Barbecue Dino, Grillen am Fuß des Wiengebirges. Macht's gut. Schatz, das musst du probieren.